Nicht weniger als eine Deutschlandpremiere hatte Festivalleiter Johannes Kreusch den Besuchern des Gitarrenfestivals für den vorletzten Konzertabend versprochen. Und die Leute strömten in Scharen in den ausverkauften Dauphin Speed Event, um den Brasilianer Carlos Barbosa Lima zu hören. Eingangs zog Bürgermeister Robert Ilk seine Festivalbilanz. Wir haben eine wunderbare Woche erleben dürfen mit tollen Konzerten und es hat alles bestens funktioniert bis zum heutigen Abend. Sogar das Wetter hat perfekt mitgespielt, sodass wir wirklich davon sagen dürfen, das war ein sommerliches Festival, wo wir alle alles geben dürfen, was wir so hatten in dieser Woche. Und begrüßte die Ehrengäste, Bezirkstagspräsident Robert Bartsch sowie Gloria Menges, Kulturrätin der spanischen Botschaft in Berlin. Den Auftakt gestaltete die Ensembleklasse von Andrew York. Im harmonischen Miteinander zeigten sie eindrucksvoll, was in einer Woche harter Arbeit erreicht werden kann. Dann aber tauschte York selbst den Taktstock gegen seine Gitarre und legte los. Wenn Andrew York in die Saiten greift, entsteht das Gefühl, seine Seele tanzt dazu. Leicht und beschwingt fließen die Finger über die Gitarrenstränge, denen er wunderschöne Melodien entlockt, traurig und fröhlich gleichermaßen. Carlos Barbosa Lima setzte das Konzert nach einer ersten Pause fort. Der Altmeister der akustischen Gitarre hatte zur Unterstützung den amerikanischen Gitarristen Lawrence Del Casale mitgebracht. Der kreative Gitarrenvirtuose hauchte allen Liedern seine persönliche Note ein, die Handschrift des Carlos Barbosa Lima. Und er zeigte sich als echter Könner komplexer Griffabfolgen, die dem fast 70-Jährigen mühelos von der Hand gingen. Heimlicher Höhepunkt des Abends war allerdings die Gothenburg-Kombo aus Schweden. Trotz vorgerückter Stunde, das Konzert dauerte bereits mehr als 3 Stunden, gelang es den begabten und einfallsreichen Gitarristen, das Publikum noch einmal völlig zu fesseln. Zudem bewiesen die beiden Jungstars kabarettistisches Talent. Mit originellen Ansagen und locker eingestreuten, launigen Geschichten hielten sie die Spannung im Saal am Laufen. Okay, there will be kinds of beating on the strings, like this. And then if you combine that with harmonics, it sounds like this. And then I'm sure you notice that we don't use the picks when we play, but we play directly with our fingernails. So in this piece, I'm also going to use my fingernails to scrape a little bit on the basses. And that produces a very beautiful sound. I think it's my favorite sound, actually. It sounds like this. So that's the kind of sound you want to hear when you wake up. Ein starker Abschluss für einen überwältigenden, wenn auch ein wenig überbordenden Konzertabend.